Ich kann hier auch gar nichts mehr andrücken. Kann mal ein bisschen die. Okay. Vielleicht muss ich hier noch irgendwie doch mal die Sachen angucken. Weg das wahrscheinlich, wenn man aufsteckt, jo. Warum sollte Baxter die Stadt verlassen? Das macht Baxter also in seiner Freizeit. Bodenchampion. Jemand hat angerufen. Rex hat Baxter davon abgehalten, mich zu erpressen und mein Vorstrafregister gegen mich zu verwenden. Ah, Flashback! Jemand hat wohl ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Das haben wir ja schon gesehen. Ich dachte, es wäre irgendwas Wichtiges gewesen. Jetzt fehlen uns noch zwei Sachen. Aber ich kann hier nichts mehr andrücken. Nochmal hier so. Vorsichtig durch den Raum laufen. Was liegt denn da? Kaffeebecher. Geht doch. Die ganze Zeit suche ich. Oh, ne? Schrift. Hat das Mal an der Wand verursacht. Leider sehe ich das jetzt nicht. Also. Was ist denn? Ah, da. Also irgendwas stand auf jeden Fall. Wahrscheinlich doch der Schrank. Flick, Schatten aufgedrückt. Geh in den Schrank. Ah. Schrift. Bricht sie hin. Was denn? Ich check's gerade nicht, weil ich damit doch gar nichts anfangen kann gerade. Gewehrschrank. Ah, der ist schon ausgegangen. Schatten. Geht doch gleich Flick. Flick andrücken sollen. Na also. Und jetzt? Was hat mir das gebracht? Ein Hebel drin sein, der nach innen aufgeht. Was? Ich sag's besser dem Mädchen. Wie jetzt? Geheime Türen, so ein Scheiß? Krank. Einfach nur krank. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, das ist es. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich sehe hier nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Och nee. Also gut. Dann legen wir den Typ mal ab, nicht wahr? Typ! Dinge passieren. Guck nach.
Los. Seltsam. Aber halt deinen Kopf unten. Wie seltsam. Wie sie läuft. Läuft. Nicht nick deutsch. Okay, was sind die anderen Typen jetzt? Weil sie sich duckt. Hä? Wo ist sie? Ist sie denn einer? Hier eher nicht so. Ach, die da wahrscheinlich. Wie krieg ich denn die jetzt weg? Das dürfte nicht passieren. Durchaus nicht. Kann ich vielleicht irgendwas machen mit denen? Nö. Warte, halt, stopp. Konnte ich da nicht... Halt, stopp! Da! Ah, nee, doch nicht. Falsch geguckt. Wo ist denn lang? Jetzt wissen sie hier lang, oder? Ich meine, die stehen ja da. Das ist ganz schön seltsam. Jetzt bin ich überfragt. Mal wieder. Ist. Toll. Rex. Wer ist das? Ein Kopf, den du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los! Bankerin ist aus dem Haftraum entkommen. Wir durchsuchen das Gebäude. Ist sie mit Houdini verwandt? Also räumen Sie. Jetzt kann ich doch bestimmt hier noch die zwei irgendwie ablenken. Da muss ich schon wieder mit ihr reden. Ach du Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale, alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab, was ich brauche, also. Man hey, sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Ach, Teenager. Anstrengend. Errungenschaft. Halbwahrheiten und ganze Lügen. Dann kann ich wohl jetzt endlich heraus, nicht wahr? Ja. Wundervoll. Vielleicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt, dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Ziele und Erzeugin. Was bringt sie dazu, mir zu helfen? Chief des Mörders. Was ist eine Zeugin? Notiz der Mutter. Zeugin. Mutter der Zeugin vermisst. Lauter Schrei. Oh Gott. Zeugen lief von zu Hause fort. Schon schwieriger, ne? Ich check noch nicht ganz, wie ich das... Mutter der Zeugin vermisst. Die Mutter der Zeugin wird seit ein paar Tagen vermisst und sie hat keine Ahnung, wie ihre Mutter ist. Warum geht das nicht? Schrei der Zeugin hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? Gerade die Sachen. Der Glockenmörder war vermutlich auf der Suche nach der Mutter der Zeugin. Warum sollte sie?
Die Notiz besagt, die Zeugin sollte das Buch zu den Klangmüller holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Wir sind nicht mehr sicher. Ich versuche dich zu finden, bevor ich gehe. Wow. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden und du brauchst einen Detective. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäbe es einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Der Moment ist alles, worum ich mich sorge. Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep. Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Du lässt mich nicht schon wieder. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Dieses kleine Mädchen. Der Friedhof, alles klar. Dann gehen wir zum Friedhof. Ich traue der Sache hier draußen noch nicht so. Ja. Nämlich wegen diesen Dingern. Hier rennt doch gleich wieder irgend so ein Viech um. Dann gehen wir zum Friedhof. Klischee-mäßig für einen Geist. Zeitungsartikel Nummer 3. Während es dem Salem Police Department weiterhin widerstrebt, die kürzlichen Morde offiziell in Verbindung zu bringen, haben sie die ungewöhnliche Art und Weise der Morde völlig außer Acht gelassen. Die häufigste Todesursache in New England, genau wie im Rest der Vereinigten Staaten, sind Schusswunden, aber Schüsse fielen in keinem der Morde. Nehmen Tote durch Verbrennungen oder Erstickung zu, oder gibt es einen Mörder mit einem bizarren Motiv, der in all seinen Morden eine perverse Vorgehensweise ausübt? Das kann ich nicht sagen. Das heißt, ich könnte, aber Roland tut es nicht. So. Ah ja, hier. Sehr schön. Dann... erstmal...